Hey zusammen und willkommen zurück im Tech Lab zu einem neuen Tech Mac natürlich. Heute zeigen wir euch das Neueste in Bezug auf 4K-Kameras, smarte Fahrräder, kabellose In-Ear-Kopfhörer, Elektroautos zum selber nachbauen und die größte Spielesammlung der Welt. Die will ich haben. Elektroautohersteller Tesla Motors hat etwas getan, was sich wohl kaum jemand trauen würde. Denn ab sofort sind alle Patente der Firma für jedermann frei verfügbar. Das heißt also, wenn man diese Patente der Firma für einen guten Zweck einsetzt, wird man wohl keine Klage erwarten müssen. Bestehende Patente sollen dann nur noch genutzt werden, wenn andere Firmen sie des Patentdiebstahls bezichtigen. Denn so können sie eine Gegenklage einreichen. Diese Patente hat Tesla Motors übrigens mal erworben, um sich vor Diebstahl ihrer Technologien zu schützen. Aber nix da, bisher ist nichts passiert, denn Elektroautos bleiben bis heute immer noch eine Seltenheit. Und genau das wollen die jetzt ändern, denn wie heißt es so schön, Konkurrenz belebt das Geschäft. Hier sollten sich mal Samsung und Apple ein Beispiel dran nehmen, die immer mit ihren ewigen Streitereien. Du hast bei mir geklaut. Nein, du bei mir. Nein, du bei mir. Nein, du bei mir. Nein, du bei mir. Du bei mir. Tesla Motors hat sich übrigens gerade mit BMW getroffen, um Konzepte zu besprechen und Technologien zu verknüpfen. Ich meine, ich find's super. Was sagt ihr dazu? Gehört Elektroautos die Zukunft oder ist es eher Wunschdenken der Ökos und Weltverbesserer? Schreibt's einfach mal unten in die Kommentare. Im Moment wird ja viel über die Möglichkeit geredet, euer Smartphone mit dem Auto koppeln zu können. Aber mir persönlich ist das noch nicht genug, denn ich möchte beispielsweise mein Smartphone auch auf Radtouren in die Heide mitnehmen können. Samsung legt los mit dem Smartbike. Das hat am Lenkrad ein Smartphone und zwischen Sattel und Hinterrad eine Kamera. Und das Bild der Kamera landet auf dem Smartphone und lässt sich so als ziemlich cooler Rückspiegel nutzen. Mit dabei sind WLAN, Bluetooth, Arduino und 4 Laserprojektoren. Diese projizieren einen virtuellen Radweg auf die Fahrbahn, durch den Autos Abstand halten und den Radfahrer dann auch im toten Winkel erkennen sollen. Ich persönlich glaube ja nicht, dass sich Autos an irgendwelche Laserradwege halten würden, nur weil Fahrräder auf die Straße leuchten. Was meint ihr dazu? Schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. Wenn ihr auch so wie wir in 4K filmen wollt, euch aber nicht mit Kameras oder Objektiven herumschlagen möchtet, dann ist sicherlich die neue Panasonic Lumix FZ1000 etwas für euch. Diese soll Ende Juli erscheinen und rund 850 Euro kosten. Dafür kriegt ihr ein 16-faches Zoom-Objektiv, 20 Megapixel bei Fotos und Brennweiten von 25 bis 400 mm ab einer Blende von 2,8. Der Hybrid-Kontrast-Autofokus mit 49 Messfeldern und der 5-Achsen-Bildstabilisator sorgen für ein scharfes Bild und mit 9 mm Sekunden ist der Autofokus zudem noch blitzschnell. Per WLAN und NFC schickt ihr eure Bilder dann direkt an das Notebook oder an euer Smartphone. Und ob das Ding sein Geld auch wirklich wert ist, das werden wir sicherlich für euch demnächst mal austesten. Auf Kickstarter gibt es gerade ein Projekt, das mir persönlich sehr gefällt. Earin sind komplett kabellose Kopfhörer, die per Bluetooth an das Smartphone gekoppelt und in der Tasche problemlos geladen werden können. Dazu steckt ihr sie ganz einfach in eine kleine Kapsel, die sowohl als Hülle als auch gleichzeitig als Ladegerät dient. Und mit einer Ladung könnt ihr bis zu 3 Stunden kabellos Musik hören. Für 129 Pfund seid ihr dabei und könnt ab Januar 2015 eure eigenen Earins bekommen. Was meint ihr dazu? Würdet ihr euch so eine Kopfhörer holen? Schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. Über 11.000 Videospiele. Die weltgrößte Videospielsammlung wurde nun verkauft. 750.250 US-Dollar bekam Guinness-Buch-Rekordhalter Michael Thomason aufgrund seiner Online-Versteigerung. Das sind rund 70 Dollar pro Spiel. Ihr seht also, Spiele sammeln lohnt sich, weil ihr könnt auch ihr sie irgendwann wieder gewinnbringend verkaufen. In der Sammlung waren natürlich auch noch diverse Konsolenklassiker mit dabei, die ihr heute nicht mehr so einfach bekommt. Erinnert ihr euch beispielsweise noch an den Nintendo Virtual Boy? Das war in den 90ern eine Mischung aus Oculus Rift und dem Game Boy. Der ist hierzulande leider nie erschienen. Wer allerdings der gute Pieps 1009190 ist, der die Spiele ersteigert hat, das können wir uns nur denken. Wie ihr ja noch aus unserem WM-Special-Video wisst, könnt ihr zu jedem Deutschlandspiel etwas gewinnen. Und der nächste Gewinn ist tatsächlich der Coke-Kühlschrank, den wir für euch da testen. Und alles, was ihr dazu tun müsst, ist ganz easy. In den nächsten Tagen steht ihr das Spiel Deutschland gegen USA an. Schreibt einfach euren Tipp in die Kommentare, wie das Spiel ausgehen wird. Entweder 2:1, 1:0 oder. Und dann werden wir schauen in den nächsten Tagen, wer die oder der glückliche Gewinner des Coke-Kühlschranks ist. Und wenn ihr schon dabei seid, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Checkt die letzten Videos aus und auch unsere Social-Media-Plattform für heißes Hintergrundmaterial. Und wenn euch alles gefällt, abonniert uns, das wäre super. Und ich werde jetzt mal gucken, was ich euch für eine feine Überraschung in den Kühlschrank lege.